In diesem Podcast erfährst du, warum du so richtig groß denken sollst. In der Steuerberaterbranche spricht jeder von Digitalisierung, Automatisierung und starken Veränderungen in der Zukunft. Experten und ihre Lösungen sprießen aus dem Boden wie Osterglocken im Frühling. Doch wie reagiert die Branche? Verunsichert. Wer kann jetzt tatsächlich weiterhelfen und vor allem wie? Unzählige zusätzliche Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft. Wie bewältigt eine einzelne Kanzlei all das ohne die wirklich richtige Beratung? Daniel Terwersche ist innovativer Coach für Steuerberater und zeigt dir in seinem Podcast, wie es funktioniert. The New Generation Steuerberater. Wie Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter zu den Gewinnern im digitalen Wandel unserer Zeit gehören werden. Hör zu, fang jetzt an, deine Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Die Zeit ist reif. Du hast es bestimmt schon häufiger gehört. Think big. Denke groß. Das kriegt man in Motivationsbüchern häufig mit. Das bekommt man in verschiedenen anderen Konstellationen häufiger mit. Aber was bedeutet das und warum ist es auch wichtig, in der Steuerkanzlei so zu denken? Beziehungsweise was bringt es für Vorteile, wenn ich das mache? Das möchte ich dir einmal in dieser Folge etwas detaillierter, ja, dich da vielleicht inspirieren und den Sinn der ganzen Geschichte etwas näher bringen. Es gibt auch bei großen Konzernen und gerade im Silicon Valley eine bekannte Methode, die immer mehr Einzug hält, die nennt sich die 10x-Methode. Die besagt, denke immer 10-mal größer, als du sonst denken würdest. Das hat ganz bestimmte Gründe. Das ist natürlich ziemlich abgefahren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte meine Kanzlei jetzt verzehnfachen oder ich möchte meine Umsätze verzehnfachen oder meine Beratungsstunden zehnfach so oft abrechnen und durchführen. Was macht das mit einem? Was bedeutet das für einen, wenn ich so denke? Erstens sollte man sich davon frei machen zu sagen, ach, was soll denn diese Spinnerei, das passiert ja eh nicht. Sondern darum geht's auch in den wenigsten Dingen. Es geht nicht zwingend darum, wirklich das Zehnfache dann zu erreichen. Sondern es geht darum, dass man anfängt, groß zu denken. Und was passiert dann? Nehmen wir mal in der Steuerberatung und sagen wir mal, du möchtest zehnfach so viele Mandanten aufnehmen, wie du jetzt hast. Dann denkst du automatisch darüber nach, die Prozesse zu optimieren. Dann denkst du darüber nach, dass du ganz andere Strukturen brauchst. Dann denkst du darüber nach, wo denn deine Engpässe liegen würden. Und dann fängst du an, darüber zu überlegen, wie und was du komplett ändern müsstest. Weil man sagt so schön, wenn du sagen möchtest, du möchtest irgendwas um 10% verbessern, dann verbesserst du es mit einem Produkt bzw. mit einem Dienstleistungspaket, was du jetzt schon hast und veränderst das. Das heißt, du bleibst immer dabei, irgendetwas zu optimieren. Wenn du allerdings groß denkst und richtig groß denkst, 10-mal so groß denkst, wie du es jetzt vielleicht machst, dann kommst du viel schneller zu dem Entschluss, dass manche Dinge einfach nicht ausreichen, dass ich ganz bei Null wieder anfangen muss, um irgendwas zu entwickeln, dass ich alles das, was bis jetzt da ist, vielleicht auch mal wieder über Bord werfe, gedanklich, um dann ganz neue Wege und ganz andere Lösungen mit anzudenken. Und über diesen Weg machen wir unser Gehirn frei, machen unsere Gedanken frei, sind nicht mehr so da, dass wir das Gegebene als Status quo nehmen, sondern wir sind dann dabei, dass wir es schaffen, wirklich ganz andere Denkmuster mit dann dabei zu nutzen. Ein weiterer Bereich, den ich häufig mit meinen Kunden, mit Steuerberatern mache, ist, stell dir vor, ich wäre eine Fee und du kannst dir alles wünschen, was du möchtest, ohne auf die Dinge jetzt zurückzuziehen oder diese Dinge wieder zu nutzen, die bis jetzt da sind und zu sagen, ja, das funktioniert aber nicht bei meinen Mandanten. Ja, das funktioniert zwar woanders, aber nicht mit meinen Mitarbeitern. Dass man sich davon komplett löst, weil dann schafft man eigentlich wirklich Kreativität, Freiräume und Wachstum.
Wenn du also vielleicht einfach mal eine Stunde Zeit hast und deine Ziele, die du jetzt hast, einfach mal nimmst und verzehnfachst diese Ziele und packst dann die Gedanken, wie du sowas umsetzen könntest, einfach mal wirklich an und schreibst es auf und oder in deinen Gedanken oder sprichst es aus, dann wirst du automatisch daran schon wachsen. Und wenn du auch nicht das Zehnfache schaffst, du wirst aber mehr erreichen, als wenn du es nicht machst und immer versuchst, nur ein kleines bisschen besser zu werden. Denn du schaffst darüber große Räume. Du schaffst es, diese Räume zu füllen mit Inhalt, mit Energie und auch mit ganz neuen Mustern, mit neuen Möglichkeiten. Also, schau dir das mal an, die 10x-Methode. Da gibt es verschiedenste Ansätze, gerade auch bei Google immer mehr im Trend. Die sagen, denk 10-mal größer, als du es jetzt machst, denn dann fängst du wirklich an, weitreichend zu denken. Und stell dir vor, es ist nachher nicht das Zehnfache, was du erreichst, aber das Dreifache. Dann ist es immer noch 3-mal so viel, als wenn du einfach denkst. In diesem Sinne, kleine Inspiration von mir. Wenn dir der Podcast und diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine positive Bewertung für diesen Podcast abgibst. Weitere Informationen zu mir und auch wenn du mit uns sprechen möchtest für ein kostenloses Erstgespräch, melde dich einfach unter kanzleistratege.de und wir sprechen miteinander, denn wir schaffen es, dass unsere Steuerberater noch schneller, noch besser, erfolgreicher werden. Und das zum Teil durch die Anwendung der 10x-Theorie. Methode, wie auch immer es heißt. Bis dahin, euer Daniel. Das war nur ein kurzer Einblick. Exakt auf deine Situation zugeschnitten können wir gerne ein Erstgespräch vereinbaren. In dem Gespräch wirst du erfahren, ob und wie wir dich in deiner Situation unterstützen können, damit auch du schon sehr bald zu den Gewinnern im digitalen Wandel gehörst. Besuche jetzt unsere Seite auf www.kanzleistratege.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir deine Potenziale, deine Engpässe und deine Ziele besprechen und dir sofort echte Mehrwerte mitgeben. Mach dir eins bewusst: Durch unsere New Generation Community mit anderen Kanzleiinhabern und durch unser professionelles Coaching-Team wirst du viel schnellere und viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du alles alleine umsetzen müsstest. Du hast noch Bedenken, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Du möchtest erst noch andere Projekte abschließen. Du meinst, du bekommst das alleine hin. Du hast so viel zu tun, dass du meinst, du kannst das alles eh nicht umsetzen. Falsch, 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 falsch. Warte nicht. Verliere nicht weiter wichtige Lebenszeit. Sichere dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch unter www.kanzleistratege.de. Durch unser Coaching verschaffen wir dir mehr Zeit, passende Mitarbeiter, Struktur, Gelassenheit, Spaß an der eigenen Kanzlei. Finde keine Ausreden, gestalte mit uns deine Zukunft. Leg jetzt los!